Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic. Wir haben uns in der letzten Folge hier in der alten Mine mal ein bisschen umgesehen, sind ein bisschen nach unten gegangen, also von da oben irgendwo kamen wir, sind noch nicht bis ganz nach unten vorgedrungen, haben aber das, weswegen wir hier sind, die Liste von dem Chef der Mine namens Ian. Damit gehen wir jetzt natürlich sofort wieder hier raus, nachdem wir hier mit Grimes noch ein bisschen geredet haben. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Nö, nicht wirklich. Du aber, oder? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Okay, auch hier passt die Stimme, wie ich meine, nicht so ganz. Also gut, er hat jetzt, glaube ich, graue Haare, wenn ich es richtig sehe, aber trotzdem, das Gesicht sieht irgendwie noch zu, ja, zu unverbraucht aus für diese Stimme. Aber wenn du schon so lange da bist, sag doch mal, ausbrechen? Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Nein, wird sie nicht. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Barriere wird uns nicht aufhalten, auf gar keinen Fall. So, schauen wir noch mal kurz bei Ulbert vorbei. Der will nichts von uns. Also hat er noch nicht gemerkt, dass die Truhen leer sind. Gut, ich habe sie auch wieder abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Aaron sagt. Den hatten wir in der letzten Folge ja ein klein bisschen verarscht. Beziehungsweise Snipes hat uns dazu angestiftet. Und jetzt bin ich mal gespannt. Na, mit Aaron sind wir auch gut. Hier nochmal kurz mit Snipes. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Nichts zu sagen. Also machen wir uns auf den Weg nach oben. Denn im Moment gibt es für uns hier weiter nichts zu tun, als eben die Liste abzugeben. Ich frage mich übrigens gerade, wo sie die ganzen langen Stangen für die Leitern herbekommen haben. Dürfte doch hier eine Barriere eigentlich auch relativ Mangelware sein. So, jetzt gehen wir nochmal hier bei, wie heißt der? Bei Glenn vorbei. Er soll nämlich Dietriche haben zum Verkaufen. Ich habe gehört, bei dir kann ich Dietriche kaufen. Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Ja, ist der Standardpreis. Ich will Dietriche kaufen. Ja, hat aber auch kein Erz, also. So, dann gehen wir mal wieder ins Freie. Und dann. Also den Ladebildschirm finde ich eigentlich auch ganz gut. Einer vom neuen Lager, der offensichtlich mit dem geflammten Zweihänder unterwegs ist. Gegen irgendwelche, ja, dinosauriermäßigen Viecher. Und jetzt, ja, ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mir die Liste noch nie angeguckt. 20 Laib Brot, 35 Äpfel, 10 Käse, eine Suppenkelle. Ich habe jetzt zuerst Knolle gelesen. Eine Suppenkelle, eine Bürste, Spitzhackenhämmer, Sumpfkraut. Und die Dinger sollte übermorgen da sein. Jetzt allerdings
haben ja in den Folgen im neuen Lager, haben die Leute dort ja ständig, andauernd uns vorgefaselt, dass, wenn wir zeigen wollen, dass wir gegen das alte Lager sind, dass wir irgendwas Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine entwenden sollen. Und jetzt haben wir ja was Wichtiges. Die Liste. Jäger hat uns ja gesagt, dass die Liste wichtig ist und dass das neue Lager diese Liste auf gar keinen Fall in die Hände kriegen soll. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden die Liste an das neue Lager übergeben. Auch vorher machen wir aber noch kurz diese Mole Rats nieder. Und geben wir auch ein klein bisschen Erfahrung. Und dann, ja, wenn wir dann die Liste übergeben haben, dann, ja, ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ist hier drin auch noch was? Nö, hier hat's überhaupt nichts. Schade. Den Blutfliegen da vorne gehe ich mal lieber noch aus dem Weg. Weil ich glaube nicht, dass ich mich unbedingt mit denen anlegen sollte. Weil, ja, wir sind halt noch nicht allzu stark. Wir haben zwar eine recht gute Waffe. Ich glaube, die kann man hier in diesem Kapitel, glaube ich, wirklich nur aus dieser Truhe bekommen. Aber wir sind halt noch nicht allzu stark. Wir können zwar schon ein bisschen kämpfen, aber mit Blutfliegen, ja, wir haben schon ein paar getötet, aber wenn es halt da mehrere sind, ziehen wir wahrscheinlich relativ schnell den Kürzeren. Sowas möchte ich gern vermeiden. Das passiert mir nicht nochmal. So, jetzt sind wir wieder im neuen Lager, wo wir ja auch in der letzten Folge ein, ja, ich sag mal, ein größeres Problem hatten. Und zwar Lefty, der immer noch erwartet, dass wir den Bauern Wasser bringen. Und ich habe ja mehrfach versucht, letztes Mal mich mit ihm zu prügeln. Was allerdings, ja, einmal habe ich ihn geschafft und dann nicht mehr. Deswegen umgehe ich ihn wieder großflächig, auf dass er mich nicht sieht. Ich glaube, wenn ich vor ihm davonrenne, kann ich wahrscheinlich meinen Ruf hier im Lager vergessen. So, jetzt sind wir gleich in der Wohnhöhle. Ach, da steht ja noch Homer, für den wir noch einen Lurker töten sollen. Mit unserer momentanen Ausrüstung könnte das vielleicht sogar möglich sein. Also mit der Waffe konnten wir ihn ja nicht verletzen. Aber ich glaube, mit dem Feuerball dürfte es durchaus kein Problem sein. Okay, die hat mich auch nicht mehr auf. Du schon wieder. Aber Roscoe hält mich auf. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ian hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, das glaube ich auch. Und wo ich gerade den Namen Taurus gehört habe, zu Taurus muss ich ja auch noch und ihm sagen, dass Mordrak nicht mehr im alten Lager ist. Hallo Lares, mein Freund. Jetzt kriegst du erstmal die 400 Erz. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Das heißt, es reicht, um bei euch aufgenommen zu werden. Mache ich nicht, weil ich weiß nämlich, wenn man das macht, ist man automatisch dabei. Und ich wollte euch ja entscheiden lassen,
zu welchem Lager wir dann am Ende gehören werden. Auf jeden Fall gab es ein Level-Up. Das heißt, ich werde mich dann auch gleich verbessern, aber zuerst zeige ich ihm, doch, ich verbessere mich zuerst. Quatsch, hier, so. 10 Lernpunkte, Stärke 35. Ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen was drauflegen. Zwar bis wir so Stärke 50 haben etwa. Und danach dann die Einhänder nochmal hoch machen. Und dann, ja gut, dann könnten wir dann eventuell noch Akrobatik erlernen von diesem Wedge, glaube ich, heißt er. Und ansonsten, ja gut, Stärke weiter hoch machen. Mana, ja, noch können wir ja nicht wirklich zaubern. Ansonsten, ja, Schleichen braucht man eigentlich nicht wirklich. Akrobatik braucht man auch nicht. Magie, wenn man denn dann später Magier wird, ja, aber ansonsten braucht man das auch nicht. Beziehungsweise sonst bekommt man es nicht. Das heißt, jetzt lernen wir erstmal zweimal Stärke wieder. Soll sich so viel rauchen? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich will mich verbessern. Stärke plus 5. Stärke plus 5. Und das reicht für den Moment. Und ich habe die Bedarfsliste. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. In der Tat. Aber ich wollte mir die Liste eigentlich vorhin nochmal angucken. Na, wo? Da. Schauen wir gleich mal an. Erweitert. Was haben sie denn noch draufgeschrieben? Ah, 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger-Keulen, ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Und ja, man muss schon sagen, Laris kann die Handschrift von ihren doch gut nachmachen. Obwohl man das alles eigentlich merken sollte. Jetzt speichern wir gleich mal auf die LP22 und fragen Laris mal, wie es aussieht, ob wir denn jetzt dann dabei sind. Ob das ausreicht. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Ja, bla 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 bla. Da würde ich ja noch nicht wollen. Laden wir einfach nochmal. Ich wollte nur sicher gehen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, habe ich denn dem Baal in der Kneipe seine 200 schon gegeben? Ich weiß es gerade gar nicht. Deswegen gehe ich nochmal hin und frage ihn einfach. War doch klar, dass das ärgert. Hallo, Baal Isidro. Ja, ich muss ihm natürlich die 200 Erz noch geben. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, nur ich habe halt leider bisher 200... Sag mir, was du hast. Ja. 200 Erzverlust gemacht, aber die hole ich jetzt wieder rein. Zumindest zum Großteil. Ich behalte mal einen von jedem Joint. Mal mindestens. Weil nämlich... Da rauche ich nämlich mal einen. Einfach nur, weil ich es kann. Machen wir doch gleich mal so einen... Ja, fangen wir mit grünen Novizen an, der ist am wenigsten wert. Kann schon sein. Ja, gibt immerhin 5 Erfahrungspunkte. Bei
verlass dich auf den Traumwurf kostet 20 und der andere, der schwarze Weiße kostet 15. Rauchen wir den auch mal gleich. Aufpassen, was man rum erzählt. Gibt 10 Erfahrung. Das heißt, der Traumruf bringt dann 20 oder was? Ich damit nichts zu tun habe. Schauen wir mal. An der Geschichte muss plus 2 Mana. Wir wohnten rechts sehen, ist es wohl permanent. Man muss eben aufpassen. In der Tat, wir haben 7 Mana. Ich muss sagen, das gefällt mir doch. 2 Mana geschenkt zu kriegen. So, dann versuchen wir uns gleich nochmal am Lurker. Allerdings muss ich dafür erstmal die Feuerbälle ausstatten. Mana kosten maximal 5, Feuerschaden 30. Das heißt, wir werden unser ganzes Restmana verbrauchen, wenn wir den Zauber ausführen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 30 Schaden reichen dürften. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich bin jetzt im Moment auch gar nicht sicher, ob der Lurker nicht eventuell ausweichen könnte. Kann ich euch jetzt im Moment gar nicht so sagen. Aber auf jeden Fall werde ich ihn anschießen und dann rennen, weil einen zweiten Feuerball kann ich ja leider nicht machen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der erste macht. Der bringt ihn doch schon mal ganz schön runter. Und ich muss dann auch dringend mein Mana aufstocken. Denn sonst... kommt man nicht nach. Ich habe doch irgendwann mal irgendwie da die hier. Mana-Bonus 5. Nehmen wir doch gleich mal. Und dann bereiten wir dem Lurker ein Ende. Dann haben wir die Quest nämlich auch geschafft. Und ist ganz ohne brutale Gewalt. Gut, wir haben dann 2 Feuerball-Schriftrollen dabei verbraucht. Oh, die geben 200 Erfahrung. Wow. Klaue des Dammlurkers. Nehmen wir gleich mal mit. Und schwimmen doch gleich mal ans Ufer. Gehen gleich zu Homer. Oder Homer oder Homer. Oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und sagen ihm, dass der Dammlurker tot ist. Das fand ich jetzt auch die zumindest auf der Stufe deutlich bessere Lösung zum Angriff mit der Axt. Denn wenn ich aus der Ferne mit dem Feuerball drauf halte, dann... Ja gut, er kann sich ja nicht dagegen wehren, ja? Zumal er überhaupt gar nicht mit dem Angriff gerechnet hat. So, Homer, da bist du ja. Mein Freund. Ich hab das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Ja, tu das. So, jetzt muss ich allerdings wieder an Lefty vorbei. Denn ich muss ja ins alte Lager. Dort die erweiterte Liste abgeben. An Lefty vorbeizukommen dürfte ja kein größeres Problem sein. Haben wir ja schon öfter gemacht. Einfach hier am Rand lang und dann ist das gar kein Problem. Doch bevor ich jetzt das neue Lager hier komplett verlassen werde, werde ich zunächst mal speichern. Und dann auch ja, relativ gleich die Folge für heute beenden. Aber das mache ich erst vorne am Haupttor. Und ja gut, ihr könnt euch ja dann schon mal Gedanken machen. Für welches Lager würdet ihr euch denn entscheiden? Für das alte Lager, das wir jetzt gerade quasi betrogen haben? Oder für das neue Lager, wo man uns verprügelt, wenn wir nicht arbeiten wollen? Oder für das Sumpflager, wo man uns mit Drogen vollpumpt und Gehirnwäsche unterzieht?
Ihr könnt ja schon mal anfangen zu überlegen. Ihr habt mit Sicherheit noch ein paar Folgen, bis wir die, ja, ich sag mal, freie Lagerwahl haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich wünsche euch was. Bis denn.